So, da sind wir zurück. Puh, das war im letzten Video ein wenig knapp. Ja, er sagte, er ist Meister im Gläser öffnen und wir haben hier ein Glas, das wir leider nicht aufkriegen. Hey, können Sie das hier für uns öffnen? Sicher. Das Glas, das ich nicht öffnen kann, muss erst gefertigt werden. Tada! Da freut er sich. Kann ich ansonsten noch was für euch tun? Ja, der Max. Mein kleiner Freund muss mal die Örtlichkeiten benutzen. Scheiß auf die Örtlichkeiten, ich brauche ein Klo! Sie sind auf der Rückseite. Hier ist der Schlüssel. Das ist ja eine schrecklich große Feile am Schlüsselbund. Gibt es kein Toilettenpapier mehr? Nein. Wir hatten Probleme mit Gaunern, die unsere Toilettenschlüssel geklaut haben. Es sind die saubersten in der ganzen Umgebung. Die Schlüssel? Die Toiletten. Brauchst du Hilfe, kleiner Freund? Ich glaube, das schaffe ich auch alleine, Sam. Nun, was kann ich sonst noch für euch tun? Das war's. Nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Jo, ein wenig depressiv, der Gute. So, hier haben wir aber jetzt alles gemacht und können das Lokal verlassen. Das ist auch die Melodie aus Day of Tentacle gewesen. So, den müssen wir abfangen. Max, bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr. Wir brauchen nämlich die Pfeile. Ich glaube, wir sollten die Pfeile behalten. Wahrscheinlich hast du recht. Niemand verdient dermaßen saubere Klos. Genau. Nun, das war's. So, wir haben jetzt hier drinnen die Pfeile. Wir haben die Pralinen für unseren Schawul auf der Kirmes. Ja, und wir haben hier jetzt ein Spiel, das ich euch mal zeigen möchte. Es heißt Carbomb und im Prinzip ist es Schiffe versenken. Wir haben hier einige Autos, die 1, 2, 4, 6 Felder, dann 2, 4, 5 Felder, dann haben wir hier 3 Felder, 2 Felder und ein Feld. Genau, dann haben wir hier diese Boeing, das heißt, wenn er jetzt auf dieses Feld bombt mit einer Bombe, dann fliegt die Bombe zurück und landet bei ihm im Feld. So. Wann immer du fertig bist, schmeiß die erste Bombe. Jetzt haben wir hier eine Bombe und wir können jetzt hier jedes Feld nehmen oder auswählen und dann schauen, ob da irgendwas von ihm steht. Daneben! Genau, und jetzt ist er dran, schmeißt eine Bombe bei mir. Treffer! Hat natürlich direkt getroffen. Wir haben hier rechts diese großen Bomben. Wenn wir die nehmen, das ist eine, ja, Hiroshima-Car-Bomb. Daneben! 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 So, abgekürzt. Daneben. Ja. Den nutzen wir gleich nochmal. Ja, das war nix. Daneben. Und so geht das ganze Spiel jetzt im Prinzip weiter. Daneben. Bis daneben. Halt, naja, ergibt sich, glaube ich, nicht von Höhe. Daneben. Ah, das war ja wieder klar. Treffer. Daneben. Ja, also wie gesagt, Treffer. im Prinzip Schiffe versenken nur für Sam und Max. Daneben. Jetzt gleich hat er mein Auto gekillt. Treffer. Mein Leichenwagen hat ein Luftloch. Ein Luftloch. Treffer. Ah. Ja, so sieht das dann aus, wenn ich Daneben. bei ihm getroffen habe. Ach, das war jetzt Blödsinn. Daneben. Quer kann man die nicht stellen. Daneben. Ich denke mal, die hat er so. Treffer. Ja. Daneben. Und da. Treffer. Daneben. Treffer. Treffer. Meinen Wohnwagen verwüstet. Genau, also das war hier bei mir links oben der Wagen. Daneben. Ja, also wie gesagt, so viel zu dem Spiel, nur dass ihr es mal gesehen habt. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Genau. Denn wir haben schließlich einen Fall zu lösen und wir fahren jetzt. Wir haben hier bei den anderen, die sehen im Prinzip genauso aus, sehen hier draußen ein bisschen anders aus und derjenige, der drin steht, es ist eigentlich immer Bernhard, sieht auch anders aus. Aber nur ein ganz kleines wenig.
Er hat jetzt hier keinen Schnurrbart. Wir haben jetzt hier natürlich noch die Möglichkeit, ein anderes Spiel zu kaufen. Ich glaube, was ist das hier? Ja, das ist hier zum Beispiel ein Malspiel, wo wir Sam und Max ausmalen können. Das wollen wir aber nicht. Hat er das jetzt immer noch in der Hand? Stopp! Kommt sofort zurück! Wolltet ihr verschwinden, ohne dafür zu bezahlen? Er hat es trotzdem noch. Ja. Nein, natürlich nicht. Grundgütiger Nein. Hier ist das Geld. Gut. Ja, mit ihm hier können wir nicht reden. Das ist in jedem... Wenn ich sie so ansehe, dann erinnert mich das an... Ich will Waffeln! Mehr Waffeln! Genau. Also mit ihm können wir, wie gesagt, nicht reden. In allen drei Hamburger Restaurants oder, ja... Snack and Shop Station. Deswegen haben wir jetzt hier alles getan. Wir fahren jetzt zurück zur Kirmes. Und dieses Spiel hier kann ich euch auch mal zeigen. Ein offiziell illegales Sam und Max Mal nach Zahlenbuch. Genau. Da haben wir halt hier unsere Malbox. Und können dann hier... Obla. Ein offiziell illegales Sam und Max Mal nach Zahlenbuch. Oh Gott. So, jetzt nochmal. Wir haben auch jedes Mal ein anderes Motiv. Nein, irgendwas Helles will ich. Haben dann halt hier mal Sachen, die wir dann anklicken können. Und die werden dann halt, ne, gelb. So. Jetzt aber gut mit den kleinen Spielen. Wir müssen wieder in den Tunnel der Liebe. Ich glaube, wir kommen direkt nach Schirrhöhe. Willst du noch eine Runde im Tunnel der Liebe drehen? Warum nicht? Genau. Ja, genau. So, ihm können wir jetzt die Pikanuspralinen geben. Ich hasse Pikanuspralinen. Tada! Und gleich ist er ein wenig redseliger. Hier, ich dachte, du magst vielleicht ein paar Süßigkeiten. Danke, dies sind meine Lieblingspralinen. Hey, ihr seid in Ordnung. Nehmt diesen Schlüssel als Beweis meiner Wertschätzung. Ja, scheiße, wenn man so kurze Arme hat. Wow, das nenne ich mal einen Schlüssel. Okay, Sam, raus hier, so schnell es geht. Warte, ich kenne da noch eine großartige Geschichte, die ihr unbedingt hören müsst. Fass dich kurz, Junge. Mein Partner verträgt keine langen Geschichten. Also, alles fing damals an dem Tag vor dem heutigen an. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Und eine Rückblende. Es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass Trixie sich in Bruno verliebt hatte. Jeder Nacht schließt sie das Kuriositätenzelt und las ihm eine Geschichte vor, von der sie glaubt, es könnte seine Lieblingsgeschichte sein. Wie süß! Sie schien so glücklich, wie eine mutierte Parodie der Natur nur sein kann. Aber sie würde nie richtig froh sein, bis ihr geliebter Bruno befreit wäre. Oh Gott. Letztendlich beschloss sie, etwas gegen Brunos missliche Lage zu tun. Sie bat Flambé, den Feuerschlucker Bruno aus seinem eisigen Käfig zu befreien. Flambé tat die arme Trixie leid und so befreite er Bruno. Und seitdem wurde das glückliche Paar nicht mehr gesehen. Verteufelt gute Geschichte, oder? Ja, jetzt wissen wir also mehr. Wir haben eine Brechstange bekommen. Hier haben wir alles getan jetzt. Mit dem Schlüssel können wir jetzt den Trixies Wohnwagen. Ja, genau. Nehmen und dann damit benutzen. Hey, Max. Rück an. Was? Schau gut hin. Zum Glück verdeckt die Tür meine Schamesröte. Oh wei, oh wei. Ja, da sind wir jetzt angekommen. Oh, Junge! Und durchsuchen mal den Wohnwagen. Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. Und, et voilà. Schon haben wir 9 Punkte auf unserer Karte.
Hey, da ist ein nettes Kostüm drin. Genau, das nehmen wir auch mit. Ansonsten haben wir hier soweit alles getan. Das heißt, wir können hier wieder raus. Die 10 Minuten sind aber rum. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.